Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. In dieser Folge geht es um die verschiedenen Stresstypen, die im Ayurveda unterschieden werden, um einen individuelleren, einen ganzheitlicheren Umgang mit Stress, mit Anstrengung zu finden. Und diese drei Typen möchte ich dir heute vorstellen und vielleicht kannst du die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen, die dir in deinem Alltag und in deinem Umgang und Empfinden bei Stress hilft. Ayurveda heißt wörtlich übersetzt das Wissen vom Leben oder noch spezieller das Wissen vom langen Leben. Und dabei ist diese traditionelle indische Medizin eben nicht nur ein diagnostisches und ein therapeutisches System, sondern auch eine Lehre über die Kunst des richtigen Lebens und wie wir uns darin gesund halten können. Im Ayurveda wird Stress als eine schädliche Energie angesehen, die die Doshas aus dem Gleichgewicht bringt. Die Doshas beschreiben drei verschiedene Lebensenergien, Pitta, Vata und Kapha. Und diese drei Lebensenergien geben dem Mensch eine Konstitution, die natürlich für jeden individuell ist. Und jeder Mensch wird mit einer persönlichen Konstitution geboren und die ist meistens eben eine Mischung aus diesen drei Doshas. Es kann aber sein, dass ein Dosha sehr stark ist bei dir und überwiegt. Und genau diese drei Stresstypen stelle ich dir heute vor. Im Ayurveda sind diese drei Doshas drei fundamentale Prinzipien, die in der äußeren Natur und natürlich auch in der eigenen menschlichen Natur wirken und alle körperlichen Prozesse steuern. Sie beschreiben den Menschen sozusagen in allen Bereichen mit seinen geistigen und auch mit seinen körperlichen Veranlagungen. Also deine eigene individuelle Konstitution, dein Temperament, deine Vorlieben, deine Abneigungen, dein Aussehen, deine Ernährungsbedürfnisse und noch viel mehr werden dort aufgegriffen. Und wenn die Doshas aus dem Gleichgewicht gebracht werden, dann laugt diese negative Energie, also der Stress, uns aus und verbraucht unsere Lebenskräfte. Und natürlich geht jeder unterschiedlich mit Stress um. Du hast das bestimmt schon mal erlebt, dass du gedacht hast, wie schafft der oder die das alles? Wie kommt der damit klar? Wie kann die so viel aushalten? Wie kriegt die das alles hin? Das ist so, weil wir eben unterschiedlich mit Stress umgehen. Und ein Erklärungsversuch ist eben im Ayurveda der unterschiedlichen Stresstypen. Im Grunde ist ja jede Situation neutral und wir mit unseren Erfahrungen bewerten diese Situation und machen sie zu einer positiven, zu einer negativen, zu einer schwierigen, zu einer leichten Situation. Stress ist direkte Ursache für viele Krankheiten und für Angstzustände. Und wie tief der Geist und der Körper miteinander verbunden sind, das wird immer mehr erforscht und darum geht es ja auch bei mir im Podcast immer wieder und das wird auch mir immer mehr klar. Wissenschaftler auf diesem Gebiet erforschen, wie unser Nervensystem und unsere Immunität miteinander verbunden sind und Studien, die daraus entstehen, zeigen, dass wir bei einem Stressanstieg Hormone freisetzen, Stresshormone, die dann eben unser Immunsystem unterdrücken. Und das hilft einfach zu erklären, warum Menschen, die unter chronischer Angst oder unter Depression, unter Verspannung, Anspannung leiden,
haben das doppelte Risiko für bestimmte Krankheiten und für weniger Lebensqualität. Und eben auch große, schwerwiegende Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, können verursacht oder beschleunigt werden durch die Beeinträchtigung der Immunfunktion durch und bei Stress. 12,5 Millionen Ausfalltage durch arbeitsbedingten Stress und durch Depressionen, durch Angstzustände. Das wurde 2016, 2017 ermittelt. Wir müssen Stress also wirklich ernst nehmen. Und als ich damals meinen Businessplan geschrieben habe, habe ich diese ganzen Zahlen und Zustände recherchiert und das Ausmaß ist mir da einfach mal rein faktisch bewusst geworden. Das ist schon wirklich enorm. Aber Stress muss nicht immer nur Arbeitsstress sein oder hat mit dem Job zu tun. Auch wenn wir ganz natürliche menschliche Bedürfnisse unterdrücken, wie zum Beispiel Essen, Schlafen, auf Toilette gehen, gähnen, bewegen. Wenn wir diese menschlichen Bedürfnisse unterdrücken, auch dann entsteht Stress. Das heißt, jeder, der in einem Meeting sitzt, stundenlang sich nicht bewegt, zum Beispiel nicht zur Toilette geht, wenn er muss, der unterdrückt ein menschliches Bedürfnis. Oder die Krankenschwester, die den Schlaf unterdrückt in den Nachtschichten, unterdrückt ein menschliches Bedürfnis. Oder Kinder, die zu Hause drin lernen müssen und sich nicht draußen bewegen dürfen, rumtoben dürfen, unterdrücken in der Situation ein menschliches Bedürfnis. Und das sind stressverursachende Lebensumstände, die wir nicht immer kontrollieren können oder umwerfen können und verändern können. Und trotzdem haben sie Einfluss auf unsere körperliche, auf unsere mentale Immunität und auf unsere Leistungsfähigkeit. Emotionale Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, wie zum Beispiel ein Mangel an Liebe, an Zärtlichkeit, an Anerkennung, an Selbstwertgefühl oder an Entspannung. Dieser emotionale Mangel bringt eben das Gleichgewicht unserer körperlichen, unserer geistigen, unserer seelischen Kräfte durcheinander oder aus dem Gleichgewicht und verbraucht größere Mengen an Lebensenergie. So wird das im Ayurveda gesehen und wieder mal hängt alles miteinander zusammen. Und ich glaube, es ändert schon viel, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, auch wenn man eben nicht in allen Bereichen überragen, exzellieren kann, hilft so ein Bewusstsein über die Zusammenhänge. Der Ayurveda kann einfach nochmal andere Einblicke in das Wesen von Stress bieten und bietet auch positive Lösungen an. Vata, Pitta und Kapha sind diese drei Geist-Körper-Typen, die uns helfen zu verstehen, warum unser Körper auf bestimmte Weise reagiert und wie er funktioniert. Und sie zeigen uns aber auch, wie wir uns am besten selber helfen können. Ein Schlüssel zum Umgang mit Stress ist Selbsterkenntnis und Bewusstsein. Und wir sind eben vielleicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht in der Lage, den Stress, dem wir ausgesetzt sind, komplett zu ändern oder die Umstände zu ändern, in denen wir leben. Aber wenn wir unser Dosha kennen, können wir damit arbeiten, um festzustellen, wo wir eben besonders angreifbar sind und können unsere Schwachstellen damit identifizieren. Ayurveda arbeitet also mit einem typgerechten Stressmanagement und je nachdem, ob wir mehr Vata, Pitta oder Kapha-Anteile in unserer Persönlichkeit verankert haben, reagieren wir unterschiedlich auf die körperlichen und auch auf die mentalen Belastungsfaktoren. Und diese drei Konstitutionstypen möchte ich dir jetzt also vorstellen, damit du für dich einschätzen kannst, welcher Stresstyp du bist und was du individuell für dich verbessern kannst, um mit Stress besser umgehen zu können. Die persönlichen Stärken optimieren und die veranlagten Schwachpunkte ausgleichen. Also es gibt den Vata-Typ. Die Lebensenergie Vata ist für den Fluss unserer Energie, für Bewegung und für Impulse in uns verantwortlich. Allerdings kommt eben auch dieses Vata-Dosha am leichtesten aus dem Gleichgewicht. Vata steht für Bewegung, für Aktivität, steht für das Element Luft. Luft steht für Bewegung.
Personen mit einem dominanten Vata-Dosha sind meistens sensible Menschen im Körper als auch im Geist. Vata-Typen reagieren auf Stress mit dem klassischen Fluchtmechanismus, egal ob das zu viel Arbeit ist oder Beziehungsstress, Prüfungsstress. Es fällt den Vata-Typen schwer, sich den Konflikten in einer Situation zu stellen, sich klar zu formulieren, sich durchzusetzen und die eigenen Interessen zielführend zu verfolgen. Von Natur aus tendiert der Vata-Typ ein bisschen dazu, sich zu übernehmen. Vata-Menschen fühlen sich häufig überfordert, leiden auch unter Ängsten, unter Sorgen und Stimmungsschwankungen und ja, vielleicht Zweifeln, Unsicherheit. Vata-Menschen sind schnelle Denker. Wie gesagt, sie neigen ein bisschen zu Grübelei, zu Sorgen, aber sie sind sehr kreativ, sehr gesprächig, reisen gern, wollen immer Neues entdecken, sind ständig in Bewegung, suchen neue Wege, um Neues zu erforschen. Sie haben viele Interessen und Talente und viel Elan, diese dann eben auch umzusetzen, viel Motivation. Und diese hohe Motivation kann natürlich auch umschlagen und dann in Erschöpfung ausarten. Zu viel Vata übernimmt sich gerne. Also Menschen, bei denen Vata überwiegt, die haben eine gute Kommunikationsgabe, sind kontaktfreudig, haben ein offenes Wesen, sind flexibel, können gut mit Menschen umgehen, sind schnell, sind aktiv, bewegen sich gerne. Vata-Typen sind oft schlank und zierlich, haben lange Gliedmaßen, sind oft sehr klein oder sehr groß, aber die Statur ist zart. Vata-Typen haben eine dünne Haut, auch feine Haare, sie nehmen schnell ab. Die Haut ist eher kühl und trocken. Sie mögen es gerne warm, weil sie leicht frieren. Und ja, sie haben ein empfindliches Nervensystem, eine empfindliche Verdauung und ein empfindliches Nervensystem. Und hier sind ein paar Fragen, um noch klarer herauszufinden, ob du ein Vata-Stresstyp bist. Bist du oft unkonzentriert, nervös und unruhig? Hast du häufig Angstgedanken, Unsicherheitsgedanken? Bist du vielleicht ein bisschen sprunghaft, was deine Entscheidungen betrifft? Bist du gefühlt ständig in Bewegung, also ein bisschen zappelig? Wippst du oft mit dem Fuß? Bist nervös? Kannst du schlecht schlafen? Vergisst du öfters mal das Essen und nimmst eben deswegen schnell ab? Vata ist wirklich das Dosha, das bei allen dreien am häufigsten ins Ungleichgewicht gerät. Um zurück zur Balance zu finden, ist das Zauberwort Regelmäßigkeit. Wenn alles so ein bisschen aus dem Ruder läuft und Überforderung da ist, dann freut sich der Körper über Dinge, auf die er sich verlassen kann. Zum Beispiel eben eine strukturierte Ernährungsweise. Was Vata-Typen gut tut, sind regelmäßige, warme, herzhafte, also gerne auch mal schweres Essen, was diesen luftigen, nervösen Organismus so ein bisschen erdet. Warme, süße, salzige, saure Lebensmittel, einen regelmäßigen Tagesrhythmus, viel Schlaf, viel Entspannung, das tut ihnen gut, weil wirklich Hektik und Stress Gift für den Vata-Typ sind. Verzichte auf schwer verdauliches Essen, auch ja, kalte, blähende, schwer verdauliche Lebensmittel. Rohkost zum Beispiel ist nicht so geeignet für den Vata-Typ, stattdessen eher warme, gekochte Mahlzeiten. Und warme Gewürze wie Zimt und Ingwer helfen gut. Und versuche in einer entspannten Atmosphäre zu essen. Wenn du dich sozusagen getrieben fühlst, unruhig, gestresst fühlst, dann nimm dir unbedingt Zeit zum Essen. Mach keine To-Go-Sachen, Dinge, sondern nimm dir Zeit und Raum fürs Essen. Das heißt also wirklich Routinen, Ruhe und Stabilität. Das sind die Zauberworte bei Vata. Versuch eine Morgenroutine zu finden, immer gleich gelassen in den Tag zu starten oder eben auch eine Abendroutine zum Schlafen gehen. Ein bewusster Tag-Nacht-Rhythmus und bewusste Erdung. Immer wieder im Körper landen, dich mit dem Boden zu verbinden, das hilft diesem luftigen, nervösen Vata-Lufttyp total. Und versuch diese aufputschenden Dinge wie Alkohol, Kaffee, schwarzer Tee zu vermeiden. Diese Stimulanzien sind einfach nicht gut für diesen sowieso schon nervösen Vata-Typ. Yoga hilft total. Vermeide einfach zu viel äußere Reize, Reizüberflutung.
Nachrichtenüberflutung und versuch deinen Tagesablauf zu strukturieren, zu ritualisieren. Vata braucht Struktur, Regelmäßigkeit und Routine. So, dann gibt es den Pitta-Typ. Pitta steht für das Element Feuer. Der Pitta-Typ weiß, was er will. Und er setzt das auch mit voller Kraft um, setzt seine Kraft ein, um seine Ziele zu erreichen und scheut keine Herausforderungen und Hindernisse. Pitta-Typen reagieren auf Stress mit dem klassischen Angriffsmechanismus. Also wenn du als Pitta-Typ unter Druck gerätst, dann kann es sein, dass du schnell mit Ärger, mit Beschuldigungen, mit Vorwürfen gegen den Stresserzeuger reagierst und ja, manchmal eben auch gegen dich selber. Eine Schuldfrage steht oft im Raum, wer ist schuld an der Situation, an dem Problem? Und das führt oder kann zu emotional aufgeladenen Auseinandersetzungen führen, statt sachliche Lösungsansätze zu finden. Pitta-Typen sind sehr strategisch und können auch unter Stress schnell reagieren. Und häufig sind Pitta-Typen tatsächlich Führungskräfte. Sie haben viel Mut, viel Verantwortungsbewusstsein, Unternehmungslust, lieben Herausforderungen und sind sehr entscheidungsfreudig. Aufgrund dieses unersättlichen Tatendrangs, sage ich mal, steht nicht immer die Entspannung im Fokus, sondern eher das Auspowern. Und um all diese Leistungen, diese Energie aufzubringen, ist der Pitta-Typ häufig muskulös, stark gebaut, kräftig, hat eine mittelgroße Statur, große Augen. Die Haut ist häufig hell und auch die Haare sind hell. Haut kann häufig sensibel reagieren. Das ist so eine Sache, die aus dem Gleichgewicht gerät bei Pitta-Typen, dass die Haut reagiert. Wenn Pitta aus dem Gleichgewicht gerät, dann sind Pitta-Typen ihren Mitmenschen gegenüber auch mal unangenehm, können unangenehm werden. Also viel Kritik wird geäußert, fehlende Wertschätzung und großer Druck kann auf die Mitmenschen ausgeübt werden. Wenn sich Pitta-Menschen überfordern, kann sich das auch körperlich äußern durch starkes Schwitzen, Schlafstörungen, Entzündungen und eben vor allen Dingen auch Hauterkrankungen. Also um Pitta ins Gleichgewicht zu bringen, solltest du darauf achten, Extreme zu vermeiden und so einen Weg der goldenen Mitte zu finden. Pitta-Typen können versuchen, sich selbst und das Leben ein bisschen lockerer zu sehen und mehr Toleranz gegenüber anderen Meinungen, anderen Lebensweisen zu entwickeln. Und auch mal einen Schritt zurückzutreten, in einer emotionalen Situation zurückzutreten, durchzuatmen, Abstand zu gewinnen. Sie sollten versuchen, dieses Feuer ein bisschen in Schach zu halten. Und das kann man gut mit Meditation, mit Bodyscans, mit Atemübungen. Menschen mit hohen Pitta-Anteilen sollten scharfe, säurehaltige, ölige Speisen vermeiden, eben alles, was noch mehr Hitze in den Körper bringt. Also bist du oft ungeduldig und reagierst nicht so toll auf Kritik? Vielleicht hast du eine dünne Haut, ein dünnes Nervenkostüm sozusagen und neigst zu emotionalen Ausbrüchen. Merkst du, wie dein Herz schlägt oder hast Magenprobleme, Sodbrennen und bekommst du vielleicht unreine Haut oder Hautprobleme, wenn du dich gestresst fühlst, dann gehörst du wahrscheinlich zu den Pitta-Stresstypen. Und auch hier ist zu empfehlen, dass du regelmäßig isst und stark gewürzte, scharfe Nahrungsmittel vermeidest und vor allen Dingen auch so Substanzen wie Alkohol, Nikotin, Kaffee, alles, was eben mehr Feuer, mehr Hitze im Körper generiert. Versuch beim Sport nicht so kompetitiv zu sein, leg dir bewusst Pausen ein, versuch Atemübungen zu machen, Meditation zu machen, in deinen Alltag einzubauen, um auch mal Abstand in emotionalen Situationen zu gewinnen. Also tiefe Bauchatmung, autogenes Training, Sport an der frischen Luft, das ist alles super für den Pitta-Typ. Als letztes gibt es den Kapha-Typ. Kapha ist im Ayurveda ein strukturgebendes, erhaltendes, ruhiges Dosha. Also im Zentrum steht da Ruhe, Gelassenheit, Festigkeit, Strukturen, Sicherheit. Das Element bei Kapha ist die Erde. Kapha sind verständnisvolle, liebenswürdige, zuverlässige Menschen, die
enge Beziehungen führen, ein enges Netzwerk haben. Sie sind harmoniebedürftig und gehen Konflikten lieber aus dem Weg, also eher Ruhe, Gelassenheit statt Abenteuer. Kaffertypen lieben ihr Zuhause, wollen nicht die Welt erobern, sondern fühlen sich im Kreis der Familie besonders wohl. Ruhephasen sind den Kaffertypen heilig. Kaffertypen reagieren auf Stress eher mit Erstarrung und Handlungsunfähigkeit. Also wenn sie von einer Stresssituation überwältigt sind, bis sich gelähmt fühlen, dann ziehen sie sich zurück, entziehen sich. Kaffertypen fällt es schwer, über Probleme, über Überforderungen, über ja, vielleicht Misserfolge zu sprechen, diese sich einzugestehen oder andere um Hilfe zu bitten. Und sie versuchen, den Schein aufrechtzuerhalten, wenn Dinge nicht so gut funktionieren. Kaffertypen sind tatsächlich am resistentesten gegenüber chronischem Stress. Sie sind sehr strukturiert und sind geerdet und geduldig und lassen sich nicht leicht unter Druck setzen. Kaffermenschen haben oft einen schweren Körperbau mit Tendenz zu Übergewicht. Sie haben dunkles, welliges, lockiges Haar und wenig Bewegung. Und viel Essen führen eben zu einer kräftigen Statur. Sie essen gerne, haben eher eine träge Verdauung, sind körperlich stark und ausdauernd. Also Kaffermenschen sind nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Und diese Eigenschaften können natürlich auch ins Negative umschlagen. Das heißt, geistige, körperliche Trägheit sind dann manchmal Folge. Und auch Unterforderung kann auf Dauer negativ beeinflussen. Also gut geht es den Kaffertypen vor allem, wenn sie auch tatsächlich körperlich in Bewegung kommen. Wenn Kapha im Ungleichgewicht ist, dann ist es höchste Zeit, diesem Prozess entgegenzuwirken, und da gilt Bewegung, Energie, Aktivität. Also frag dich, fühlst du dich innerlich gehemmt? Bist du wenig aktiv und so ein bisschen antriebslos und vielleicht sogar lethargisch? Bist du gerne für dich und ziehst dich immer wieder zurück? Und befindest du dich bei Stress in einer Art Schockstarre? Nimmst du bei Stress an Gewicht zu? Hast du vielleicht Heißhungerattacken oder Essanfälle? Also Kaffermenschen hilft wirklich ein tägliches Bewegungsprogramm, mindestens eine halbe Stunde. Sie sollten zu viel Schlaf vermeiden und alle ja, fetten, gebratenen, schweren Nahrungsmittel vermeiden. Und es hilft auch, Zwischenmahlzeiten ausfallen zu lassen und abends vielleicht nur Gemüse, gekochtes, gegartes Gemüse oder eine Suppe zu essen. Kaffer-Stresstypen hilft Bewegung, Energie und Aktivität. Bring Abwechslung in deinen Tagesablauf, iss nicht zu viel, leg vielleicht mal einen Entlastungstag, einen Fastentag ein oder stoffwechselanregende Massagen tun dir gut, viel Bewegung und Aktivität. Also, Vata-Typen müssen geerdet bleiben, sich selber Struktur und Routine und Regelmäßigkeit geben. Pitta-Typen können versuchen, das Feuer in ihnen ein bisschen zu mäßigen, einen Schritt zurückzutreten und mehr Verständnis für sich und für andere zu entwickeln. Und Kapha-Typen tut es gut, aktiv zu bleiben, in Bewegung zu kommen und loszulassen. Ja, das waren die drei Stresstypen. Generell kannst du auf jeden Fall deine Energiequellen wieder auffüllen, wenn du viel Bewegung an der frischen Luft dir gönnst, wenn du Sonne tankst, wenn du ausreichend schläfst, wenn du regelmäßig Bewegung hast und den Stoffwechsel anregst. Das hilft auch, das Immunsystem zu stärken. Wenn du ausreichend trinkst, darauf achtest, regional, saisonal deine Ernährungsweise anzupassen. Wenn du viel Zeit mit lieben Menschen verbringst, es bedeutet natürlich auch, zu Menschen Nein zu sagen, die dir nicht so gut tun. Und ja, wie immer, regelmäßiger Rückzug, um mehr bei dir zu sein. Ich hoffe, die Vorstellung dieser drei Stresstypen, die der Ayurveda so eingekreist hat, haben dir geholfen, um für dich festzustellen, was für Veranlagungen du vielleicht hast, was dir gut tut, was du vermeiden kannst, um besser mit stressigen Situationen umzugehen. Ich hoffe, ich habe dich inspiriert. Ich freue mich total, wenn du mir einen Kommentar da lässt bei iTunes.
Anscheinend sind Podcast-Rezensionen für iTunes super wichtig und je mehr Rezensionen ich bekomme oder der Podcast bekommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Podcast und diese Nachricht mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Und wenn du Fragen hast, stell sie gerne. Ich wünsche dir einen richtig guten Tag und bis zum nächsten Mal.